Grüßt euch und willkommen zu einem weiteren Video von Pokémon Go, Freunde. Diesmal mit Video, mit Parallellaufen etc. habe ich mir gedacht, ich mache das Ganze. Ich werde zwar jetzt in meinem, sage ich mal, Vierteljahr ein bisschen rumlatschen, also nicht jetzt groß in die Welt. Dafür, denke ich mal, habe ich mich noch nicht richtig vorbereitet. Also das würde ich dann richtig mit einer richtigen Kamera machen. Aber ich will euch auf jeden Fall ein paar Sachen zeigen, die ich auf jeden Fall im letzten Video noch nicht so eingegangen bin. Und zwar gehen wir erstmal mal ein bisschen raus. Wir müssen erstmal suchen, ob wir überhaupt jemanden finden, beziehungsweise ein Poki. Denn ich möchte den Leuten auch mal zeigen, die gute alte Baustelle hier bei mir, die immer seit einem Jahr schon am Start ist, die gar kein Ende zeigt oder sonst was. Aber ich finde jetzt auch kein Pokémon oder sonst was. Dann gehen wir mal einfach runter. Etage Nummer 1. Auf geht's. Machen wir die Tür zu hier. Ich hoffe mal, die Audioqualität ist soweit gut, weil das läuft dann halt alles über ein Handy. Und Handy nimmt halt Ton und Bild parallel auf. Deswegen weiß ich nicht, wie das sich anhört. So, sind wir hier draußen. Aber noch kein... Also ich stehe zwar hier, aber ich laufe eigentlich, ne? Weil ich laufe halt jetzt nicht, sag ich mal, einen Kilometer voraus oder so. So, jetzt läuft er ein bisschen. So. Des Weiteren will ich euch auf jeden Fall den ersten Eindruck von der App zeigen. So, hier wurde schon Team Rot, hat sie einfach eiskalt übernommen. Gerade gestern war es noch blau. Ich kann es leider nicht übernehmen, weil ich erst Level 4 bin. Erst bei Level 5 kann man das gute Stück auch einnehmen. Da kann ich aber nicht. Hier sind die Spots. Ne, zum Beispiel das, aber ist aus meiner Reichweite. Das heißt, ich muss da etwas näher hin. Komme ich jetzt gerade nicht hin. Aber wenn ich da bin, muss ich das gute Ding hier einfach mal, sag ich mal, antippen, so drehen. Und dann ist es halt lila anstatt blau. Und dann kriege ich auch ein paar kleine, ja, Pokébälle etc. drum und dran. Naja, Fakt ist, ich habe hier halt auf jeden Fall schon viel Stuff gesammelt. Das ist, hier sind meine kleine Sammlung, wie man schön sehen kann. Viele Doppelte auch, die Doppelten sind gut, dass man sie später weiterentwickeln kann. Zum Beispiel das. Nehmen wir das Habitak besser. Habitak braucht zum Beispiel 50 diese Bonbons unten, um sich weiterzuentwickeln. Jedes Habitak trägt halt Bonbons. Das heißt, früher oder später hast du genug Habitaks. Da hast du Ibitak, sag ich mal, beschwören kannst oder weiterentwickeln kannst, das gute Habitak. Und ja, wir gehen jetzt mal ganz hoch auf ein Dachgeschoss. Das war ein bisschen blöd, weil ich wollte eigentlich schon in der Baustelle, dass halt ein Pokémon triggert. Sieht aber nicht demnach aus. Man kann sie ja auch, sag ich mal, locken ein bisschen. Die guten Dinger. Mit ein paar Items. Aha, da ist was. Da ist was, Freunde. Da ist was. Hier ist was, hier ist was. Hier unten in der Baustelle, da ist es. So, erstmal das. Einnehmen. Yes! So, ich glaube, ich habe jetzt den GPS einen Streich gespielt oder so, weil ich bin eigentlich gar nicht da. So, ich war da gar nicht. Ich bin schnell gelaufen. Ich bin schnell gelaufen, dass er dachte, ich bin da. Aber ich war da gar nicht. So, gehen wir mal nochmal hin. Das ist auf jeden Fall lustig. Also wenn man sich irgendwie ein bisschen schnell bewegt, denkt das GPS, du bist da irgendwo in der Nähe. Bist du aber nicht. Bewegt mich eigentlich fast im Kreis hier. So. Okay, und jetzt gehe ich mal runter wieder. Alter Schwede. Kann ich das einnehmen? Kann ich das einnehmen? Komm. Geil. Ich kann das auch einnehmen, indem ich einfach die Treppen hoch und runter latsche. Nicht schlecht. So, aber ein Pokémon will ich gern fangen. Dann hau ich mal. Oder. Da. Komm. Let's go. Wo bist du? Oh, da. Da bist du, mein Freund. Du kommst mit mir. What? Warte mal, ich brauche zwei Hände. Zack! In der Luft. So. Wow! Das ist zum ersten Mal passiert, das hatte ich noch nicht. Dass er sich befreit, der Gauner.
So. Ja. Alter Schwede, come on! Warum macht der so einen Fuchsen jetzt hier? Warte mal. Das Problem ist, das ist ja gegen die Wand hier eigentlich. Ah. Warum fliegt der Ball so weit? So, mein Freund. Ey, der Ball fliegt viel zu weit weg. Ich muss hier raus. Ich will ja dich alle mal so nochmal von neu. Komm her. Der Ball fliegt viel zu weit. So, jetzt bist du da. Nice. Geht doch. Das war irgendwie ein komischer Dreher auf jeden Fall. Weil, der Ball ist einfach viel zu weit in die Tiefe geflogen. So. Nice. Ich glaube, von Zuba habe ich auch jetzt ein paar Exemplare. Wenn ich mich nicht irre, kann ich mal kurz abglutschen hier. So, einen Moment. Items. Nö. So. Ich muss mal gucken. Ja, von denen habe ich auch auf jeden Fall. Mal gucken, wie viel braucht der für einen Golbat? 50. Hat aber zurzeit 9. Das heißt, man kann auf jeden Fall mal weitere Teile fangen, so dass man früher, später, sage ich mal, auf jeden Fall was hat. Also ich bin jetzt einfach in die Höhe gelaufen. Also wenn ihr im Hochhaus wohnt oder so ein Kram, ist das auf jeden Fall vorteilhaft. Da kommt ihr halt an gewisse Stellen dran, die ihr jetzt nicht direkt, ja, wo ihr nicht direkt jetzt hinlatschen müsst. Das war jetzt irgendwie sehr tricky. So, hauen wir mal Rauch raus. So. Ist halt dafür da, dass in meiner Nähe sich gleich mal was respawnt. Na gut, wenn ich hier unten latsche, bewege ich mich kaum. Macht schon Sinn, wenn ich mal höher gehe. Ah. Da ist was. Nice. Oh yes. Na, warte mal. Mama. So, warte mal. Da. Auch so wieder weit weg. Das gefällt mir nicht. Kann ich nicht kalkulieren. So, warte mal, ich gehe wieder raus. So. Viel besser. So. Zwei Hände wieder. Bam! In der Luft! So. Wird das ein Shot sein, Freunde? Schauen wir mal. Yes! Oh yeah, das war's. Nice! Somit haben wir das jetzt auch gefangen. Und ich glaube, ich muss mal gucken. Ich weiß jetzt nicht, wie viele ich schon habe. Muss echt mal gucken jetzt nochmal. Ah, das dauert doch. Ich habe erst 9. Ja, ich habe erst 9. Man kann ihn zwar aufpowern, das können wir mal auch machen. Warte mal, erstmal nein. Was hat er jetzt? 10. Okay, warte mal. Das habe ich noch nie probiert. WP 16 plus 6, okay. Also immer ein bisschen gestärkt, das gute Ding. Also man kann es zwar stärken oder man kann halt natürlich es versuchen weiterzuentwickeln. Das ist jedem selber überlassen. Ich denke mal, das ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Und ja, das war's erstmal, sage ich, mit dem ersten Video. Wir werden auf jeden Fall uns wiedersehen beim zweiten, dritten, was auch immer Video. Ich werde es mir auf jeden Fall jetzt mal selber reinziehen, ob die Qualität gut war mit der Sound etc. drum und dran. Ja, und jetzt haben wir halt live in der Baustelle sozusagen uns nochmal hier sogar 2 Pokis geholt. Beziehungsweise das eine war im Flur, das andere jetzt halb an der Baustellegrenze. Ja, war auf jeden Fall nice. Wir sehen uns im anderen Video. Bis dahin, euer SAKDS. Ciao!